Nach diesem Video wirst du wissen, wie du 99% der Menschen hinter dir lässt, abhängst und vor allem das letzte Jahr in den Schatten stellst, was deine Zielerreichung angeht. Vorausgesetzt, du hörst mir ganz genau zu und verinnerlichst, was ich dir heute sagen möchte. Denn wenn du deine Ziele verwirklichen möchtest und das schneller als jemals zuvor und möglicherweise auch mit deutlich mehr Leichtigkeit, also weniger Widerstand, weniger Überforderung, weniger Stress, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Denn in diesem Jahr wird es wichtiger denn je sein, nicht nur, dass du dich fokussierst, sondern dass du auch Klarheit darüber hast, was du wirklich möchtest. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass die Masse immer unentschiedener ist. Die Masse ist immer verwirrter. Und wenn du dich in gewissen Punkten in dieser Masse wiederfindest, dann ist es unheimlich wichtig für dich, dass du erstmal herausfindest, in welcher Form du der Masse nachläufst und gleichzeitig auch, welche Aspekte dich daran stören. Der wichtigste Faktor wird also sein, dass du herausfindest, was du nicht möchtest. Es braucht Klarheit. Es braucht Klarheit, damit du deine Energie in Bezug auf deine Entscheidungen, auf das, was du machen möchtest, auf die Ziele, die du erreichen möchtest, auch wirklich klar lenken kannst. Denn wir unterliegen alle einem Phänomen, das nennt sich Entropie. Das ist eigentlich ein Naturgesetz. Entropie bedeutet, dass wenn eine gewisse Ordnung, also die durch Klarheit quasi geschaffen wird, nicht mit Energie gefüllt wird, mit einer entsprechenden Menge an Energie, dann tendiert sie zum Chaos. Bedeutet also, wenn du Ziele hast, die sehr vage sind, wenn du sagst, ich möchte x Euro verdienen, mein Unternehmen soll wachsen, aber da steckt nichts Quantifizierbares dahinter, da steckt keine Klarheit dahinter. Du möchtest glücklicher sein, was heißt das genau, was bedeutet das, wie sieht das aus? Dann hast du vielleicht eine gewisse Tendenz, wo du hin möchtest, aber es hat keine Klarheit, es hat keine konkrete Ordnung. Es gibt nichts Konkretes, was du dann machen kannst, um das zu erreichen. Dementsprechend wirst du zum Chaos tendieren. Und wenn diese Klarheit fehlt, dann macht es immer Sinn, sich erstmal darauf zu besinnen, was stört mich eigentlich gerade konkret. Was nervt mich an dem Status quo? Denn immer, wenn wir Ziele definieren und sagen, ich hätte gern mehr von, ich würde gerne so viel verdienen, ich wäre gerne so glücklich, ich würde gerne diese Urlaubsreisen machen, dann bedeutet das ja auch immer, dass wir mit irgendetwas unzufrieden sind aktuell. Und da liegt der Schlüssel, dass du dir ganz bewusst machst, was willst du nicht mehr? Und da musst du ganz konkret sein. Du musst so präzise und akkurat sein. Warum? Weil je präziser und akkurater du definieren kannst, was dich stört, dann musst du das einfach nur noch ins Gegenteil wenden und du hast deine Vision, deinen Fokuspunkt, auf den du dich ausrichtest und auf den du losläufst. Du kreierst also eine Antivision, um eine Vision zu gestalten. Du schaust dir an, wo du dich von der Masse abheben musst, um entsprechend auch andere Ergebnisse als die Masse zu bekommen. Du solltest aber auch das Bewusstsein für die Masse aufbauen, um dich auch immer wieder davon abheben zu können. Tust du Dinge, die die Masse macht? Hängst du zu viel bei Netflix rum? Hängst du zu viel mit Freunden rum, die du, naja, zweimal die Woche, dreimal die Woche siehst, obwohl es auch vielleicht alle zwei Wochen reichen würde? Beobachte dich und beobachte dich im Vergleich zur Masse. Und solange du dich von dieser Masse nicht signifikant abhebst in entsprechenden Punkten, die für die Zielerreichung notwendig sind, dann wirst du auch immer die Ergebnisse haben, die die Masse hat. Und wenn du ganz klar definieren konntest, was du nicht mehr möchtest, dann kreierst du eine ganz klare Vision. Und von diesem Punkt aus ist es unheimlich wichtig, dass all das, was dich von der Vision Erreichung abhält, ablegst. Jegliches Verhalten, welches nicht mehr dienlich ist, musst du cold turkey einfach sofort stoppen. Niemand jemals auf dieser Welt hat gesagt, ich habe das Rauchen aufgehört, indem ich einfach jeden Tag eine weniger geraucht habe. Die meisten Menschen zumindest oder fast alle, die ich kenne, die damit aufgehört haben, haben gesagt, ich habe mich einfach entschieden, ich habe die Packung weggeschmissen und das war's. Und genauso musst du es auch machen. Wenn du zu viel Netflix schaust, wenn du Dinge tust, die dich davon abhalten, dein Ziel zu erreichen, wenn du beschäftigt bist, aber nicht wirklich produktiv bist und dich fragst, was muss ich eigentlich wirklich machen, um erfolgreich zu sein, dann ist der erste Schritt, erstmal das sein zu lassen, was dich auf gar keinen Fall weiterbringt. Was dich Zeit kostet, was dich Energie kostet, was dich Glück kostet, was dich überhaupt kreative, mentale Energie kostet. Der Punkt, warum du manchmal vielleicht gar nicht kreativ sein kannst, warum du nicht mehr darüber nachdenken kannst oder auch dir die Klarheit fehlt in Bezug darauf, was du willst, ist, weil du mit so viel Müll vollgeladen bist, weil dein Gehirn sich mit so viel Müll beschäftigen muss, dass keine Kapazität mehr dafür da ist, einen wirklich geraden Gedanken gerade heraus zu denken und entsprechend auch zu Ende zu denken. Dementsprechend lege die negativen Verhalten ab, schaffe Kapazitäten für das, was wirklich relevant ist. Und dann kommst du schon zu Punkt Nummer 3, der besteht aus Fokus und Isolation. Fokus meint tatsächlich, dich fokussieren zu können. Dir eine Sache auszusuchen, an der du arbeiten möchtest. Die eine wichtige Sache, Pareto-Prinzip, durchzuziehen, die 80% deiner Ergebnisse liefert. Und dann solltest du dich dafür isolieren, um das auch möglich zu machen. Mit isolieren meine ich tatsächlich, nicht nur das negative Verhalten abzulegen,
sondern dich auch von jeglichen Ablenkungen, von jeglichen negativen Einflüssen zu isolieren. Das bedeutet auch, dass du möglicherweise in Arbeitsblöcken von 2, 3, 4 Stunden dich isolierst von der Umwelt. Das bedeutet, du nimmst keine Telefonate an, du verschließt die Tür, du bist irgendwo, wo dich niemand stören kann, damit du dich wirklich tief in einen tiefen Gedankenprozess hineinbegeben kannst. Das bedeutet aber auch, dass du dein Umfeld etwas distanziert zu dir warm hältst. Bedeutet, dass du dich nicht mehr jeden Tag mit deinen Freunden triffst, sondern vielleicht nur noch alle 2 Wochen. Bedeutet, dass du bestimmte Freundschaften vielleicht sogar beendest oder auf Eis legst oder sagst, pass auf, einmal im Quartal ist auch in Ordnung. Das bedeutet, dass du dich einfach von den negativen Einflüssen distanzierst. Deine Energie, deine Expertise, dein Genius schützt. Und so kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 4. Denn wenn du alles negative Verhalten abgelegt hast, du es geschafft hast, dich zu isolieren, dann ist es unheimlich wichtig, dass du die Basics, die Fundamentals, das Fundament aufbaust und pflegst. Denn Business, Selbstständigkeit, Unternehmertum ist unfassbar langweilig. Und wenn du dir die größten Unternehmen anguckst, warum sie funktionieren, dann weil jeder eine ganz klar definierte Aufgabe hat und diese wiederholt tut. Nicht, weil jeder irgendwie wie im Zirkus macht, was er möchte. Der eine macht einen Handstand, der andere spielt mit Bällen, der andere spielt mit den Löwen, sondern jeder hat eine ganz klar definierte Aufgabe. Wenn du ein One-Man-Business bist oder vielleicht die ersten Mitarbeiter hast, dann definiere Systeme, Prozesse, sodass die replizierbar, wiederholbar sind und vor allem kontrollierbar sind, nachvollziehbar sind. Das gilt auch für dich, wenn du alleine bist. Du musst die wichtigsten Basics und Fundamente herausfinden, die dich am weitesten bringen und diese wiederholt jeden Tag tun. Ja, Business ist langweilig. Komm damit klar. Und so kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 5. Hör auf, dich wie ein kleines Kind zu verhalten und ständig danach zu fragen, wann du endlich da bist. Wann sind wir endlich da? Wann habe ich mein Ziel erreicht? Das ist das falsche Mindset. Wenn du dich selbstständig gemacht hast, Unternehmer bist, dann bist du in einem langfristigen Spiel. Dementsprechend sieh Ziele als eine Art Zwischenstation und sieh das Ganze nochmal spielerisch oder auf einer experimentellen Ebene. So nach dem Motto, wie weit kann ich es eigentlich treiben? Ja? Das heißt, es gibt keinen Endpunkt. Es ist also egal, wann du das Ziel erreichst. Das Entscheidende ist, dass du das Ziel erreichst. Und du solltest dir viel mehr Gedanken darüber machen, was dich zu diesem Ziel bringt und nicht, wann du es erreichst. Denn je mehr du dich damit beschäftigst, wie du dieses Ziel erreichst, umso schneller wirst du es erreichen. Und dazu ist es notwendig, die richtigen Entscheidungen zu treffen, fokussiert zu sein, sich zu isolieren und vor allem von der Masse abzuheben. Allem voran aber auch sein Innenleben kontrollieren zu können. Die meisten Menschen werden aus ihren Prozessen herausgeschmissen, weil sie sich eben nicht emotional, mental von ihrer Umwelt abkapseln können, weil sie nicht stark genug sind, Entscheidungen zu treffen, weil sie nicht stark genug sind, für ihren Traum einzustehen. Aber ich bin mir sicher, dass wenn du das, was ich heute gesagt habe, verinnerlichst und tagtäglich daran arbeitest, dann wird es dir gelingen. Deswegen wünsche ich dir in diesem neuen Jahr alles erdenklich Gute, ganz, ganz viel Erfolg. Und wenn du Hilfe dabei benötigst, mehr Klarheit für deine Ziele zu bekommen, die Klarheit dafür, welche Tätigkeiten wirklich relevant sind, du produktiver sein möchtest, du schwere Entscheidungen treffen möchtest, aber das mit Selbstsicherheit und Zuversicht, du grundsätzlich deine persönlichen Stärken nutzen möchtest, gewinnbringend, um deine Ziele schneller zu erreichen, dann helfe ich dir sehr gerne dabei. Schau einfach dazu in die Beschreibung, buch dir ein kostenloses Erstgespräch und dann sage ich bis zum nächsten Mal, abonnieren, teilen, Daumen hoch, danke fürs Zusehen, dein Patrick, ciao. Water's up to my chin. Won't stop.